So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu diesem gruseligen Spiel, in dem ich immer getötet werde. In Ghost Hunters Corp. Ja, leider immer noch kein Multiplayer. Doch, ich konnte meinen Charakter wechseln, das sieht aber, das gibt echt so beschissene Arten von Charakteren. Wir starten mit, was habe ich jetzt angemacht? Genau, Frankreich. Das Anwesen der Pianistin. Ein einzelner Geist, für dessen Exorzismus maximal 2 bis 3 Hinweise nötig sind. Ein altes und sagenumwebendes Anwesen, das in den 1860ern gebaut wurde. Es wird erzählt, dass eine reiche Erbin hier Klavierstunden erteilt hat, bis eines Tages ein Unfall passierte. Nicht viel ist von dem Drama bekannt, das sich im Anwesen gespielt haben musste. Vielleicht eine Unterrichtsstunde, die schief lief? Wer weiß. Heute sucht nur noch ein Geist das Anwesen heim und ihre Mission ist es, zu finden, seine Kategorie zu bestimmen und ihn in Staub werden zu lassen. Okay, ja. Okay, man kann tatsächlich mehrere Dinge ausrüsten. Das ist mir jetzt irgendwie erst, aufgefallen. Ich bin in den letzten beiden Folgen tatsächlich nur mit eine Sache in meiner Hand losgelaufen. Mal gucken, ob unsere Chancen jetzt ein bisschen besser stehen. Ich wüsste nicht, was ich besser machen könnte als beim letzten Mal. Vielleicht einfach diese Geräte besser begreifen. Wir nehmen zum einen diese Taschenlampe mit. Exorzieren Sie den Geist. Finden Sie einen Geist mit dem EMK2. Filmen Sie einen Geist in der Nähe der Kamera. Messen Sie die Temperatur. Messen Sie OCC größer als 10. Ja. Temperatur messen, das habe ich noch nicht so weit begriffen. Was ist denn das Modell? Warte mal. 80, 70, 80, 60. Was ist das denn? Warte mal. Wie droppe ich das nochmal so? Genau. Soll ich damit auch irgendwas machen? Temperatur, Geist, nee, Temperatur, EMF, Dings, K2. Zu einem sollen wir das hier benutzen. Ich versuche mal so ein Kreuz als Selbstschutz nochmal mitzunehmen. So, wechseln wir mal durch. Was haben wir? Das. Okay. Los geht's. Oh! Nein! Gedroppt! Ach herrje. Komm damit wieder. Wo ist das Haus? Ja, okay. Wow, das sieht ja. Wow! Das sieht ja sehr, sehr einladend aus, ne? Die Eulen machen das natürlich alles nicht ein bisschen besser hier. Ja, ich möchte am liebsten schon wieder rausgehen. Okay. Was ist denn das? Ein Pferd. Ja. Hier müssen wir den Geist. Was ist denn mit der Tür jetzt? Aha. Wo ist die Tür hin? Hier kamen wir da gegenüber. Da, alles klar. Wow, ist mal wieder. Hallo? Hey! Hey, 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 hey. Da kriegt man wieder eine Gänsehaut hier, ne? Alter Falter. Ja, ja, hallo. Fett. Ja. Es ist hier irgendwo, ne? Hier ist auch arschkalt. Was?
kommt natürlich von draußen die Sonne, ne? Ach, hier ist schon mal... Hier. Etage höher noch. Ja. So viel dazu ist einfach und so, ne? Aha. Hier. Hier kommen geistreiche Erscheinungen her. Okay. Ja, warte. Wir sind da ja. Oh! Boah, da kriegst du echt eine Gänsehaut, ne? Krabbelt dir so ein fucking Geist hinterher. Lass das bloß schnell hier erstmal raus. Also anstatt, dass ich Kreuz benutze, ne? Bleib bloß, ja. Wir sollen, oh. Warum? Ich will doch immer zum Wohnmobil laufen. Und immer wieder drehe ich mich so um, dass ich hier nicht mehr aus dem Haus laufen kann. Das ist echt gruselig. Mhm. Okay, haben wir davon was erledigt? Genau. Finden Sie den Geist mit EM... Dings. Das haben wir ja schon mal gut gemacht, ja. Mhm. Ich finde das Kreuz nicht, ja, F. So. Jetzt sollen wir... Finden Sie den Geist in der Nähe, filmen Sie den Geist in der Nähe, messen Sie die Temperatur, Dings, okay. Ja, ist ja gut. Haben wir schon... Ich glaube, Hinweis haben wir noch nicht, ne? Geist der Wiki noch nicht bestimmt. Es war was denn? Was war denn das für eine elektromagnetische Geschichte hier? Das waren nur zwei, die wir hatten, ne? Das ist ja noch gar nichts. Aber er war ja da und er hat nicht höher gemacht. Drücken Sie den Knopf, um Exorzismus für Schriften anzuschalten. Kategorie Poltergeist, noch nicht bestimmt. War das denn? Das war zwei oder drei bis vier maximal. Mir nicht. Okay. Mit dem... Versuchen wir mal mit der Kamera den hervorzulocken. Wo hatten wir die Erscheinung jetzt gesehen? Die Erscheinung hatten wir auf dem Rückweg auf der Treppe gesehen, ne? Was? Mal die Cam da so hin. Ja, super. Nein, nicht alles droppen, du. Ja, nimm ruhig mal alles. Mein Jesuskreuz. Wo ist mein Grutzelfix? Ich hab mal Grutzelfix gedroppt. Das ist für mich weg. Okay, wir haben ihn da vielleicht, wenn alles gut läuft. Das ist weg. Haben wir den Geist oben in der ersten Etage eingesperrt, wo unser Grutzelfix hier liegt. Das ist da untergedroppt. Das ist da unterm dem Pferd. Das kriege ich nie wieder. Das hast du dir gut einfallen lassen, ne? Herr Geist, jetzt darf ich nochmal wieder loszoppeln. Um ein neues Ding. Aber lassen wir die Kamera einschalten. Vielleicht finden wir ja einen Hinweis. Ich habe auch mal keine Idee, wo ich die Kamera droppen soll. Geist zu filmen hört sich immer sehr, sehr einfach an, ne? Huch. Ach Mann, Tomji, bitte. Ehrlich. So.
Eigentlich ein guter Ort, ne, zum Platzieren. Man müsste davon eigentlich noch mehr haben, ne? Aber ganz im Ernst, da wird er sowieso nicht drauf kommen. So. Jetzt sollen wir die Temperatur noch mal eben messen. Das machen wir mit welchem Gerät? Mit dem, nehmen wir den OCC-Signal größer als 10. Größer als 10, das OCC, größer als 10. Was ist das hier nochmal gewesen? Das war das hier, ne? Ne, das ist es nicht. Das ist... Doch, das ist das... Das OCC muss größer als 10 sein, richtig? Signal. Das OCC-Signal muss größer als 10 sein. Größer. Uiuiuiui. Naja, ich bin der Meinung, das hatten wir alles beim letzten Mal irgendwie gehabt, ne? Oh, guck mal hier. Das hat sich hier schon tatsächlich geändert. Ah. Kann man das nicht... Kann man das nicht linke, rechte Hand wechseln? Dass man da irgendwie... Das auf zwei Hände hat irgendwie? Ich meine... Das würde ich, glaube ich, ziemlich geil finden, irgendwie. Ja! Ich hatte ihn hier die Falle gestellt, ne? Mal gucken, wenn ich ihn hier von... Er ist hier. Oh, ich krieg schon wieder eine Gänsehaut, obwohl ich weiß. Da, ich hab größer als 10 gemessen. 12, noch was war das. Man muss aber irgendwie das Spiel auch am besten, weiß ich nicht, ob es zu zweit am besten spielt, aber wenn einer stirbt, dass der andere dann die Untersuchung und Ermittlung weitermachen könnte. Hier ist 8,3, 8,8, 8,6. Ich hatte 12, irgendwas war das höchste, was ich gerade hatte, ne? Aber das scheint hier irgendwie zu sein. Ah, hallo, Herr. Ist weniger. Oh, ich dachte, die Tür wäre schon wieder zu, Alter. Glaube ich, hätte ich. Hätte ich mich übergeben. Wie todesmutig, wie einfach. Das ist Piano-Room. Naja, wo soll der Geist denn sonst sein, außer im Piano-Room? Hui! Temperatur steigt hier. Temperatur ist am Steigen. Oder sehr am Schwanken auf jeden Fall. Mach doch die Kacktür auf. Oh, scheiße. 72. Oh, raus hier. Man hat immer das Gefühl, man möchte denn ganz schnell raus. Okay, 72 hatten wir gehabt. So, 72, genau. Und jetzt gehen wir nochmal auf Wiki Geisterwiki. Geräusche, Gekritzel. Geisternde Temperatur. 0, 0 negativ. Was? Ich soll doch dieses... Ach scheiße, wofür habe ich das denn jetzt gemacht, diese Dingens, diese... Gekritzt habe ich keine Symbole, Bilder, Text habe ich nicht gesehen. Geräusche, Geisterfon, ESP, Geisterfon, Radiostimme im Haus. Fuck. Fuck.
Die Temperatur negativ, null. Kacke. Wofür stehen hier die Vorschläge an der Wand, wenn hier nichts zutrifft? Finden Sie die Kamera. Eigentlich müsste ich die Kamera nochmal umstellen, ne? Ja. Temperatur. Messen Sie die Temperatur? Die Temperatur kann man ja nur mit diesen einen Teil hier messen, hier mit denen hier, ne? Mist, oder? Lass uns warte mal, und was für Möglichkeiten hätten wir noch? Messen Sie die Temperatur. Error. Ja. Messen Sie die Temperatur. Bitten Sie in die Geister in die Kamera. Wir könnten ihn ja locken. Mit dem Stimmgerät, oder geht das nicht? Können wir das nochmal mitnehmen, das Megafon hier? Okay. Warte mal, erstmal umtauschen hier. Dankeschön. Wie kann ich denn das? Ah ja. Okay, wollen wir mal gucken. Gab es nochmal Sätze, die man sagen muss? Hallo, ja. Geist, ich komme in Frieden. Ich bin. Wer bist du? Ich finde, wir könnten gute Freunde sein, Geist. Hallo, Geist. Hallo, Geist. Ich habe hier eine nette Kamera aufgestellt. Ich würde mich total darüber freuen, wenn du doch mal vor die Kamera kommst, damit wir alle dich sehen können, wie hübsch du bist. Hallo, Geist. Ich komme in Frieden, ja? Ich bin ein alter Freund deiner Freundin. Hallo, Geist. Hui! Hallo, Geist. Hallo, Herr Geist. Bist du ein Herrgeist oder eine Siegeist? Sie gehen mir auf den Geist. Ach, wie schön, ein Clown ist hier. Okay, ich hab verstanden. Ich geh. Ach du Scheiße. Ja. Hallo Geist, ich kann deine Stimme hören. Ich kann dich deutlich vernehmen. Ich finde das gut, dass du mit den Türen knatschen tust. Wir müssen ja alle irgendwas tun. Mal die Temperatur abchecken. Hier in diesem Haus sind die Aktivitäten. Hier ist das auf jeden Fall. Aber hier sind, da sind die großen Dings, aber hier, die Temperatur fällt hier nicht. Oder kann man mit dem Ding gar nicht die Temperatur messen? Hallo Geist, ich bin ein Freund. Ich bin's, Tomji. Ich bin auch ein Geist, weißt du? Wir können uns zusammen Geistergeschichten erzählen. Hallo Geist. Hallo? Okay. Ja, ich kann dich nicht hören. Hallo, Frau, Herr. Ach, Scheiße. Sie antworten mir eh nicht. Hallo, Geist, Sie haben hier beschissene Möbel. Das sieht echt scheiße aus, hier alles. Das muss ich Ihnen ja mal sagen. Okay, das mit Geräuschen hat. Ja, aber hat er mit Geräuschen geachtet, ne? Mit Türen knatschen, ein bisschen. Nee, gemacht, ne? Okay. Also. Geisterpedia. Geisteranalyse. Habe ich das gerade da stehen lassen oder hat er das gestehen? Noch nicht bestimmt. Temperatur, Gekritze, Geräusche. Geisterfon ESP. Geisterfon Radio. Stimmen im Haus.
Ah. Keine Kategorie oder nicht genügend drauf, verdammt. Also, wir haben Geräusche gehört. Geisterfon, Radio, da haben wir nichts drüber gehört, aber... Oh, Geisterfon, GSP, Stimme im Haus. Wir haben auch keine Stimmen gehört, ne? Oh, wir finden hier nichts über den Geist raus, tatsächlich, ey. Aber Signal, das ist auch Blödsinn, oder? Temperatur? Oh, wir haben den Geist gefilmt. Kann ich das Band nochmal sehen, wie ich den gefilmt habe? Ich hätte das gerne nochmal echt gesehen, wie ich den nochmal gefilmt habe. Also macht er alle gleich auf Dings. Messen Sie die Temperatur. Jetzt haben wir Dinge gemacht, die wir machen sollen. Die Temperatur konnte ich noch nicht messen. Das ist echt schade. Moment, da ist doch was gerade. Messen Sie die Temperatur. Mit welchem, ganz im Ernst, ne? Mit welchem Gerät misst man denn jetzt die Temperatur? Das ist ein Fotograf. Ne, das ist ja definitiv. Ich glaube, wir haben viel zu viel Shit am Start. Ich glaube, das Ding droppe ich mal. Und nimm doch mal lieber Geister von mit, was? Nein. Warte mal. Die Temperatur messen tut er sich ja nun gar nicht, ne? Wir haben hier die Jesus Maria, das ist Räucherstäbchen, was wir haben. Was habe ich noch hier? Gar nichts, ne? Okay. Wir müssen den irgendwie hervorlocken. Oder die Temperatur messen, aber da hat er nicht drauf reagiert, ne? Ich stehe jetzt ein bisschen, stehe wirklich gerade Temperatur 0. Temperatur negativ. Ja, was denn nun? Das ist ja alles negativ. Gekritzel haben wir nicht gesehen. Symbol, Silber, Text, Schriften an der Wand, Malereien an der Wand. Haben wir auch nicht gesehen. Geräusche. Geisterfon ESP. Stimmen im Haus. Geisterfon ESP. Ach, scheiße. Das ist, für mich gibt's keine Geister. Aber das ist, was ist das? Ach, das ist die Sofortbildkamera, ne? Nee, damit können wir ihn exorzieren. Ich wollte gerade sagen, exhumieren, aber... Wir probieren das nochmal mit dieser Geschichte hier. Und achten dabei danach, ob wir Gekritzel in der Wand hier finden oder so einen Scheiß. Also, los geht's. Dabei sappeln wir den Geist tot. Also nochmal tot. Ja. Was sollen wir denn so sagen? Kann man irgendwie... Gibt's hier irgendwelche... Gibt es hier irgendwelche Schlagwörter, was man so sagen kann? Eine gefährliche Schlagwörter, was man sagen kann. Okay, das nimmt er wirklich auf, das Spiel, was ich erzähle. Super. Dann hat er alles mitgehört. Geist, ich weiß, du kannst mich verstehen. Kannst du beantworten? Wie ist dein Name, Geist? Oh, I can hear you. Tell me, who are you? What's your name, ghost? I'm your friend. Can you hear me? Okay, der hat mich gehört. Oh Gott! Ich bin gleich tot. Ach, scheiße. Ach, kacke, hör mal. Das ist echt blöd, oder? Dann kommt er da angescrouched.
Er hat aber nicht mit uns geredet, er kam uns nur zum Jagen hinterher, ne? Und die Ergebnisse sind wieder bei Null, weil wir hier draufgegangen sind. Das ist doch Kinderkäse. Gesammelte Erfahrung haben wir, das ist ja toll. Ziel. Gefunden, Hinweise 0 von 3. Ich verstehe es nicht. Wir haben doch Hinweise gefunden. Ich habe den auch mit der Kamera gefilmt, offensichtlich. Das stand ja da drauf. Die Dings haben wir gemessen. Ich verstehe das manchmal nicht so ganz genau, warum das so ist. Wenn mir das ja. Warte mal, wir können noch mal eben ganz kurz abchecken. Oh, mach die Tür auf jetzt. Lampe. Okay. Thermometer ermöglicht Temperaturmessung an einem bestimmten Punkt. Wenn die Temperatur direkt an einen Geist gemessen wird, erscheint die Nachricht Error 0. Okay. Ermöglicht die Elektromagnetik wieder aufzuspüren, die von näheren Geistern stellen. Das Stabilitätssignal hängt von der Kategorie ab. Okay. Die Kamera verschafft Ihnen eine bessere Übersicht über die heimgesuchte Ort. Dank der eingebauten Nachtsicherung können Sie Geister, die in der Nähe des Vorbeiziehen erkennen und identifizieren. Sie nimmt Objekte oder Elementare wahr, die den bloßen Augen verborgen bleiben. Mit einem motorisierten Standfuß ausgeschaltet. Okay, aber die Frage ist, wie kann man denn das nochmal abrufen? Wie könnte man jetzt das, was gefilmt worden ist. Ja, das ist, der richtet nur die Kamera aus. Abrufen, das ist das, was ich gerne mal wissen möchte, ne? Ja. Das sind die Beschwörungssachen. Das ist Geister von die ESP. Die werden Ihnen dabei helfen, die Kategorie des Geistes zu bestimmen. Genauso gut kann das Gerät von einem Geist genutzt werden, um sie wahrzunehmen. Das sind die. Ich komme Frieden, hi, ich bin ein Freund. Ich komme jetzt, um dich zu exerzieren. Möchtest du mit uns reden? Kannst du ein Buch schreiben? Ja, es gibt uns Zeichen. Kannst du etwas bewegen? Das sind die Sachen, die wir da im Fragen müssen. Ich habe ihn totgequatscht, Geist. Ich glaube, er war eher genervt, als dass er, ja, das ist geistige Kritzel, ne? Genau, das nochmal. Präsenz von nahe, als auch die Umgebungstemperatur gemessen werden. Sehr nützlich, um Interesse der Größe der Gebäude zu finden. Es erkennt Pergamente, Pentagramme, verfluchte Objekte, bekritzelte Wände und Geisterkugeln. Okay, jetzt wissen wir, worauf es lautet. Also, Kinderchen, also wir haben den Geist tatsächlich totgequatscht und danach hat er uns tot gemacht, weil er, glaube ich, mehr genervt war von uns. Ja, das sollten wir sein lassen. Dankeschön fürs Reinschalten, Kinderchen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und ciao.